Er würde sich sicherlich gut verstanden fühlen. Martin Luther, fest in Bronze verewigt, vor der St. Johanneskirche in Magdeburg. Es könnte kein besseres Vorbild für das diesjährige Schwerpunktthema der EKD-Synode geben. Was hindert's, dass ich Christ werde? Missionarische Impulse zu schaffen, das erwartet die EKD von ihrer Tagung in Magdeburg, fast so wie es Luther hier einst vorgelebt hat. Im Juni 1524 predigte er in dieser Kirche so mitreißend, dass sich Bürger und Rat der Stadt dem Protestantismus Luthers anschlossen. Und hier, in eben dieser Johanneskirche, heute ein Kulturzentrum, werden alle Mitglieder der Synode bei einem Empfang der Kirchenprovinz Sachsen und der Landesregierung zusammenkommen. Danach, am Sonntag, feiert die EKD im Magdeburger Dom den Eröffnungsgottesdienst der Synode. Hier wird das Thema Taufe an historisch passender Stelle aufgenommen. Der rote Taufstein, den einst Otto I. aus Nordafrika holen ließ, gehört zu den großen Schätzen des Doms. Hier werden im Gottesdienst Menschen davon berichten, was ihnen ihre Taufe in einem weitgehend atheistischen Umfeld bedeutet. Nach dem Eröffnungsgottesdienst geht es in Aussprachen im großen Plenum und bei Sacharbeit in kleineren Ausschüssen an die vielen kirchenpolitischen Themen. So lassen die EKD und ihre Synodalen wieder einmal das Ideal einer modernen Kirche lebendige Wirklichkeit werden. Bis 9. November werden die 126 Synodale die zukünftige Richtung vorgeben für ihre evangelische Kirche, wie es in Magdeburg damals auch Martin Luther getan hat.